Heute wollen wir uns mit der Finanzierung von Open Educational Resources auseinandersetzen. Als wir uns die Geschäftsmodelle angesehen haben, gab es ganz unten in dem Bereich des Business Model Canvas zwei bestimmte Bereiche. Das eine sind die Kosten und das andere sind die Einnahmen. Wir haben damals gesehen, dass durch die Erstellung von Open Educational Resources auf jeden Fall Kosten entstehen, denn wir haben Aufwand bei der Erstellung der Materialien, wie auch Aufwand bei der Verbreitung der Materialien. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass wir ja die Materialien kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, die Frage ist, wo kommen denn die Einnahmen her, um die Kosten zu finanzieren, beziehungsweise um auch einen Gewinn hinterher zu machen. Dieses Kapitel soll dafür einige Ideen bieten. Dazu wollen wir uns generelle Finanzierungsansätze ansehen und auch Leuchtturmprojekte, die Open Educational Resources bereits realisiert haben. Wir wollen uns Möglichkeiten der institutionellen und politischen Förderung ansehen und wir werden uns einen Erfahrungsbericht von Hedwig, einer Trainerin, die Open Educational Resources bereits erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle integriert hat, ansehen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und vor allem viele kreative Ideen für die Erstellung Ihres eigenen Geschäftsmodells.